bin der Lukas Frey. Ich freue mich, dass ihr zu uns an den Stand der heurigen Jobmesse gefunden habt. Wir bedanken uns bei der Firma Inos, dass sie diese Initiative für die digitale Jobmesse heuer ergriffen hat und möchten uns als Firma Frey, Baufirma und Metalltech bei Ihnen präsentieren. Unser Ziel ist es, den Weg, den unser Großvater und unser Vater vor über 80 Jahren gestartet haben, fortzusetzen. Wir wollen sichere und langfristige Arbeitsplätze unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Teamarbeit und ein gemeinsames Arbeiten an einem Ziel sind uns besonders wichtig. Wir sind ein Familienbetrieb und möchten, weil wir sehr heimatverbunden sind, natürlich in Osttirol gute Handwerksarbeit leisten. Für diese gute Handwerksarbeit brauchen wir natürlich die guten Facharbeiter. Bei uns starten viele mit der Lehre, schließen sie ab, bleiben in der Firma, bilden sich auch dann weiter. Und so haben wir ein tolles Team mit vielen erfahrenen Mitarbeitern. Mein Name ist Martin Unterlacher, bin seit 2008 bei der Firma Frey und seit 5 Jahren als Polier tätig. Die Firma Frey ist groß genug, um auch sehr große Projekte erfolgreich abwickeln zu können. Technisches Know-how im Büro und auf der Baustelle sowie jahrelange Mitarbeiter machen die Arbeiten möglich. Mein Name ist Lukas Juwen und ich bin technischer Angestellter in der Baufirma Frey. Ein großer Vorteil, vor allem für junge Mitarbeiter, ist der große Erfahrungsschatz jener Kolleginnen und Kollegen, die bereits eine Vielzahl an Projekten und Baustellen erfolgreich verwirklicht haben. Ein perfektes Beispiel, das die große Vielfalt der Arbeiten unserer Firma zeigt, ist die aktuell größte Baustelle Osttirols, das Mobilitätszentrum Lienz. Hier erstrecken sich unsere Arbeitsbereiche von Spezialtiefbau bei Baugrubensicherungen über Brücken- und Unterführungsbau bis hin zum Hochbau mit höchsten Sichtbetonanforderungen. Vor allem jungen HTL-Absolventen kann ich nur empfehlen, Teil dieses familiären Betriebes zu werden. Ja, ich bin der Resinger Andreas. Ich habe mich für die Lehre als Maurer entschieden, weil die Arbeit sehr vielseitig ist, weil man das ganze Jahr im Freien ist, Sommer wie Winter, ob heiß oder kalt. Man lernt sehr viel, das ist anspruchsvoll. Man verdient auch viel besser als wie in allen anderen Lehrberufen. Als Facharbeiter hat man einen sicheren Job für die Zukunft. Wir investieren auch ganz massiv in unsere Zukunft. Hier werden in Kürze Laseranlagen, Schweißroboter und ein automatisches Lager die Arbeit aufnehmen. Das wird das Arbeitsumfeld wesentlich verändern. Die Halle zeigt auch ganz besonders eigentlich die Kooperation zwischen der Metalltech und der Baufirma. Wir sind stolz eigentlich, dass wir eine so funktionale Halle errichten können und freuen uns schon auf die Zukunft. Wir freuen uns aber auch, wenn wir viele Interessenten bei der Jobmesse haben. Hier wollen wir sowohl Mitarbeiter im technischen Bereich, die mit uns gemeinsam diesen neuen Weg mit Automatisierung, neuen Produktentwicklungen und Projektabwicklung gehen. Leute, die vielleicht schon etwas Erfahrung haben oder aber auch direkt von der Fachschule, HTL oder Uni zu uns kommen wollen. Natürlich wollen wir auch unsere Lehrlingsarbeit mit super ausgebildeten Lehrlingen fortsetzen. Wir suchen aber auch Verstärkung im kaufmännischen Bereich und wollen generell auch Damen für unsere Betriebe begeistern.